Und herzlich willkommen zur Folge 125. Ja, ich habe mich gerade beim Laser mal so ein bisschen beschäftigt. Ich glaube, wir sollten ein paar Laserköpfe mehr dran schmeißen. Hier läuft soweit alles okay. Hier haben wir schon 6 Stück, die nehmen wir auch direkt mit raus. Weil in der Folge werde ich jetzt so ein bisschen so Kleinkram erledigen, sprich ein paar Lasercraften und so was. Und dann ein bisschen draußen arbeiten. Der Grund ist, ich muss ja irgendwo diese Bienenkörbe hinstellen. Die werden dann hier so in einem Umkreis. Warte mal, wo werden die denn sitzen? Wir sitzen die mit einem Parallelstrang hierzu, was ganz clever wäre. Nee, passt auch nicht. Ich glaube, ich muss sie hier so in dem Feldbereich sitzen, wo die Schafe und so sind. Wenn ich eine Bahn laufen lassen, der halt immer die Bienen abholt und in eine Schleuderei packt. Jetzt habe ich mir überlegt, was machst du in der Zeit schon mal? Dann holst du hier schon mal ein paar Felder, gräbst das danach aus, machst du ein bisschen so provisorisch schon mal was hin, wie du es dir vorstellst. Werde ich dann auch so machen. Aber deswegen werden wir jetzt einfach ein paar Bienenkörbe craften. Muss aber eben nochmal die Leitung loswerden hier. So, in den Bienenanalyse müssen wir, wie gesagt, dann auch was reinschmeißen. Dann mal gucken, ob wir das mit der Bienen-DNA machen. Ich weiß es noch nicht ganz genau, dass wir halt die perfekten Bienen züchten könnten. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das machen werde. Da werde ich vielleicht entweder darauf verzichten, das selber also so zu machen oder halt wirklich konventionell für mich selber so versuchen, daran zu gehen. Wie war denn das Rezept hier für die Bienenkörbe? Ihr seid doch Schmarotzer. Okay, jetzt muss ich hier wieder tausend Seiten durchsuchen. Da, Bienenkörbe. Ach so. So. 6 Stücke. Die haben wir nämlich. Und dann brauche ich bestimmte Pipes. Jetzt weiß ich aber nicht mal, wie die gehen. Ich glaube, es waren Eisenpipes mit Kaktusgrün und die ich, nee, mit Kaktusgrün, glaube ich. Das schauen wir jetzt einmal nach. Das sind diese genau. Mit Kaktusgrün, ne? Ja. Bräuchte er ja noch was von, anscheinend. Wie kriege ich denn jetzt was gebrannt? Das können wir auch in der nächsten Folge machen. Das kann ich eigentlich auch dann vorbereiten. Unten müssen die Laser schneller laufen, das heißt, ich müsste noch ein paar Laserköpfe machen. Okay, 6 Stück haben wir davon. Da werden vielleicht noch 4, 5 weitere dran kommen. So 15 bis 20 könnte maximal bei mir verlaufen. Wenn es gut läuft, sagen wir das mal so. Wenn ich so viele Bienen brauche, die mir halt was züchten. Aber warte mal, 8 Stück habe ich hier noch. Ja, ich tue gleich da hinten ein bisschen Kaktusdünen wegkloppen. Also glaube, so bekomme ich nichts raus, ne? Ich glaube, aus Yuyumeta ging irgendwie Kaktus, aber ich weiß jetzt nicht wie. Nee. Nö. Lava. Schnee. Netherrack. Irgendwie ging auch Kaktus. Redstone. Federn. Glas. Ja, jetzt kann man sich so zu Tode suchen. Hier Knochen. Da auch noch was. Da kann man jetzt, wie man lustig ist, eigentlich alles rumcraften. Und ich glaube nicht, dass es dafür eine Rezeptanzeige gibt, ne? Können wir mal andersrum schauen. Ne, da gibt es nur noch so eine Tarnung hier und sonst. Ja, dieses Fauzi gucken, ja, keine Ahnung. Gibt's gar nicht besonders, aber Laser brauchen wir noch. Laser, Laser. Whetstone, 2 Diamanten und Gold. Ach, Obsidian. Was mache ich denn schon wieder mit Gold? 40 Diamanten habe ich nur noch. Oh, das kann auch nicht mehr so viel werden. Da haben wir noch was. Und Obsidian. Wo habe ich den denn da? Oh, da haben wir auch 200. Das ist ganz gut. 3 Laser auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch Nummer 3 irgendwie unter der Decke oder sowas dran gezimmert. Erstmal diese hier. Dann setzen, weil dann kannst du ein bisschen schneller laufen. Und Sneak, Sneak, Sneak. So, der läuft schon. Nein, 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 nein. Wie viel kannst du jetzt aufnehmen? Mit 11 läuft er ganz knapp. Mit 11 Maximalpower, dann holen wir mal hier was maximal raus, was geht. 36,7, okay. Ist immer noch nicht das meiste, sagen wir das mal so. Weil ich muss jetzt posierende Gatter und sowas noch alles herstellen.
Das soll halt laufen und dann habe ich das in der nächsten Folge fertig, sagen wir das mal in dem Sinne. Dann habe ich nämlich die Ruhe und kann so leicht vorbereiten für euch. Das Rezept kann weg, das brauche ich nicht. Für da brauche ich hin vielleicht Gravel oder so. Dann brauche ich noch massiv Schienen, Booster-Schienen brauchen wir, dass wir dann hier irgendwie ein Gebäude noch hinbauen, eine Schleuderei oder sowas. Weil ich würde hier diesen Umkreis gerne benutzen, weil hier so Schneebienen hin können, hier so Wüstenbienen auf dieser Ecke hier. Ist es ganz schon okay, dass hier vielleicht die Schleuderei hinkommt, sowas Kleines. Muss ich mal schauen, wie ich das machen werde. Das wird so ungefähr wieder verlaufen wie im Megaprojekt, diese Schleuderei, dass er reinfährt, abgibt und das durcharbeitet. Dafür braucht man wieder eine Energiequelle, die ich entweder durch Milch erzeugen werde, wo ich eine Molkerei mitbauen werde, oder halt nur mit Lava-Engine, das hatte ich ja auch schon mal. Da muss ich aber schauen, wie ich das mache. Da läuft auch alles da hinten in der Ecke, alles klar. Ja, ihr kommt wie gesagt dann hier hin. Dann werde ich ja ein paar Bäume hier drumherum pflanzen, dass halt die Bienen die Bäume bestäuben können. Muss ja auch alles laufen. Und das ist halt, wie gesagt, dann alles gekreuzt wird. Das wird dann so ungefähr hier mal verlaufen mit den einzelnen Bienen hier rüber sitzen, dass es ein bisschen gut aussieht. Der Bambus wird vielleicht noch ein Feld für extra gemacht. Das schaue ich mal. Ich weiß noch nicht, für was ich Bambus brauche. Höchstens für Bücher oder sowas. Das ist noch gar nicht so die Sache. Ja, sind es nur 6 Minuten. Was machen wir denn mal in der Zeit noch? Mit den 6 Minuten. Achso, wir könnten mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nah an so eine Quelle komme. Mal ein bisschen Öl abzapfen. Ist auch ein bisschen blöd, jetzt so irgendwo hinzulaufen, wo ich jetzt keine Ahnung habe, was ich jetzt machen soll. Und die Folge zu beenden wäre jetzt auch ein bisschen schade. Auf 7 Minuten runtergekreuzt ist jetzt auch nicht so das Wahre. Das läuft gut. Und da werde ich wieder angeschrieben. Mensch, was wollen die Leute denn von mir? Die Kühe, ja, da können wir wirklich eine Molkerei mitmachen. Die könnten wir hier hinsetzen, ne? Auf das Stück, das wir hier vielleicht abgrenzen, in Molkerei und Schlachterei hinbauen. Da brauche ich auch gar nicht so viel Energie. Die einzige Energie, die ich bräuchte, wäre sich selber mit Lava, ne? Ja, da hätte ich erstmal die Lavatanks. Hätte ich ja dann da. Weil der muss ja irgendwie die Milch rausbekommen. Mit der Milch werde ich eigene Energie erzeugen. Ja. Dafür müsste ich noch hartes Glas und sowas herstellen. Habe ich, glaube ich, noch was. Laufen wir noch eben. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen hartes Glas und sowas herstellen kann. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, noch hartes Glas. Und Elektrum habe ich ja da. Hartes Glas, ja. Genau. Können wir noch ein paar Pipes erstellen. So viele wie es geht. Dann kann ich nämlich wieder von diesen Dingern welche abzapfen. Wo habe ich denn eigentlich welche stehen? Habe ich da zwei? Ich glaube, da hatte ich jetzt zwei drinnen, ne? Die würde ich jetzt, glaube ich, auch zumindest einen davon wegnehmen. Bei der Erntemaschine da. Dass ich da einen wieder wegnehme, weil da habe ich einen für die Schlachterei. Wie gesagt, das muss immer mit der Stromzufuhr immer so passen. Nehme ich dich mal weg. Ach, der hat schon sein Fett weg. Komm, mach mal eben hier voll. Dann nehme ich dich weg. Ist ja auch egal. Wen ich wegnehme, ist ja eigentlich mir einerseits egal. Der läuft aber eindeutig super. Da kann ich mich nicht beklagen. Ja, der ist immer voll. Das heißt hier die ganzen. Ja, da blitzen sie schon durch. Der springt drüber und schmeißt die Bäume gleich wieder hier rein. Ja, einige schneller, weil die noch so einen Speed da drauf haben und weil die ja natürlich durch den Speed dann da reingeschleudert werden. Das ist doch geil. Da habe ich mir was Gutes aus überlegt, dass das funktioniert, dass halt die Überschüssigen verbraucht werden. Ja, dann werde ich mir jetzt so eine Schlachterei bauen, da ein Feld hin, wo die Bienen hinkommen, Wege da so hingeschleudert, dann die Schleuderei, Grundrisse schon mal bauen, das Gebäude ungefähr anzapfen. Ja, das Gebäude hier allgemein wird ziemlich groß nachher hinein werden. Hier kommt jetzt noch eine Ecke dran, wo ich halt die Schlachterei mit dran baue, so circa. Dann kommt ja hier das mit den Mobs noch, dass sie da zerstört werden. Das ist ganz gut. Da haben wir nur eine Ecke frei. Das wird nicht mehr viel sein. Hier kommt noch vielleicht noch was hin. Also viel ist da nicht mehr.
Dann muss ich vielleicht in der Höhe gehen oder in die Tiefe. So ist das nun mal. Ich kann nicht immer ewig weiter bauen. Ich kann vielleicht noch da irgendwas hinbauen, hier so. Aber ich wollte jetzt nicht da ein Gebäude haben und dann hier ein Gebäude und dann da ein Gebäude und hier vielleicht noch in der Ecke ein Gebäude. Da will ich, wie gesagt, was zusammen kann, kann zusammen und was nicht, halt nicht. Ist halt so die Sache. Ja, das machen wir dann, in, wie gesagt, in durch Vorbereiten und dann sehen wir uns eigentlich sozusagen in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flasche und P und lasst euch dann, wie gesagt, überraschen, was ihr dann seht. Tschüssen!